Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bereitet dem Herrn den Weg. Wie bereiten wir uns richtig vor? Auf Jesus, auf Gott. Das ist das Thema des dritten Advents. Wir werden die Predigt jetzt gleich von Johannes dem Täufer hören, dessen Mission es war, zu solcher Vorbereitung aufzurufen. Und ihr werdet merken, da geht es schon um eine ernste Sache. Dem wollen wir uns heute auch stellen. Ich habe mir so gedacht, dass wir immer wieder während der Predigt Verse des Liedes Nummer 10 miteinander singen. Mach mit Ernst, oh Menschenkinder. Lied Nummer 10 im Gesangbuch, und es wäre schön, wenn ihr das jetzt schon aufschlagt. Ich sage dann immer, wann die einzelnen Strophen kommen. Der für heute vorgegebene Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Ich lese die Verse 1 bis 16. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah des Herrn Wort zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Johannes antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Messias wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Herr Jesus, du bist der, auf den Johannes gewartet hat und von dem wir wissen, dass du der Messias bist. Bitte wirke heute durch dein Wort und deinen Geist in unseren Herzen, dass das, was wir hören, uns zum Segen und zum Frucht in unserem Leben geht. Amen. Liebe Gemeinde, wir
wer in diesen Tagen in die Stadt kommt, der erlebt nicht nur eine überfüllte Kaiserstraße oder ein ICE, wo man sich durchschiebt, sondern der hört auch überall ein Gedudel von Jingle Bells und süßer die Glocken nie klingen und stille Nacht. Es ist kaum auszuhalten. Gestern war ich mit einer Gruppe unterwegs, sogar im Aufzug hat man keine Ruhe. Immer geht es um so ein bisschen was Süßliches, ein bisschen Vorweihnachtsfreude, Harmonie und Frieden. Und ehrlich gesagt, da ist schon ein Schock, wenn man im heutigen Predigtext diesen wilden Johannes den Täufer reden hört. Keine süßliche Botschaft, im Gegenteil. Knallhart und schroff und ernst kommt das nur an, sodass man sich als Pfarrer einfach überlegt, ob man das überhaupt in der Vorweihnachtszeit predigen kann. Aber es ist ja das Thema des Advent. Wie bereite ich mich denn richtig vor auf diesen Gott, der in unsere Welt gekommen ist? Damals hat die Predigt des Johannes die Menschen aufgewühlt, berührt und den einen oder anderen vielleicht sogar verändert. Und vielleicht will Gott durch diese Sätze auch in uns wirken. Drei Gedanken höre ich raus, die bis heute aktuell sind. Das erste, kehrt um, denn sonst fallt ihr unter Gottes Gericht. Johannes malt seinen Zuhörern ein Bild vor die Augen. Ihr seid wie Bäume. Früchte sollt ihr tragen, gute Früchte. Aber tut ihr das denn? Und er beschreibt Gott als Holzfäller, als einer, der die Axt schon in der Hand hat, um die morschen und kaputten Bäume herauszuhauen. Gott ist offenbar nicht nur der liebe Gott, der immer irgendwie alles nochmal durchgehen lassen wird. Gott ist der Gott, der uns anspricht, bis heute. Was machst du denn mit deinem Leben? Mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe? Das ist keine süßliche Vorweihnachtsharmonie. Wie stehst du denn zu diesem Gott? Fragst du nach seinem Leben? Oder geht es dir letztlich nur um dich selber? Johannes ist von Gott gesandt, wenn er so ziemlich harsch ruft, kehrt um, tut Buße. Und wir sollen es auch tun, dass Gott uns eben nicht als Richter begegnet, sondern als Retter. Und wir merken, wie dringend, wie dringlich Johannes diesen Ruf macht. Man fragt sich ja manchmal, muss das so sein? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in dem Alten wart. Da gibt es ja diese endlosen Serpentinen, wenn man da mit dem Auto den Berg hochfährt. Und manchmal ist so gerade in der Kurve so ein kleiner Parkplatz, dass man anhalten kann und aussteigen und runtergucken. Und ich kann mich da gut an solche Stellen erinnern, ich habe das schon öfter erlebt. Und stellen wir jetzt mal vor, ich bin mit euch da in den Alpen. Wir fahren in einem Auto und jetzt merken wir, oh, wir sind falsch, wir müssen umdrehen. Dann kommen wir an diese Serpentine, da ist der Parkplatz und ich bin der Beifahrer und wir fahren jetzt halt so ein Stück vor und wollen rückwärts wenden und fahren so ein bisschen auf den Abgrund zu. Ich steige natürlich als guter Beifahrer aus, damit wir nicht zu weit nach hinten fahren. Und irgendwann sage ich, Achtung, noch einen Meter, stopp! Und dann kommt der Albtraum. Ihr fahrt weiter. Was werde ich denn dann machen? Dann werde ich doch mit dem Strand stehen und sehen, ruhig zugucken, wie ihr den Abhang runterfahrt. Dann werde ich anfangen zu schreien und zu toben. Dann werde ich aufs Dach schlagen wie ein Verrückter. Bloß, dass ihr anhaltet. Seht ihr? Und genau deshalb ist Johannes so schroff, so hart. Leute, wenn ihr in die falsche Richtung lebt, dann lasst euch stoppen, sonst geht es nicht gut aus. Ich
glaube, dass sich die Menschen von damals und die Menschen heute in dieser Beziehung ziemlich gleichen. Der Ernst der Situation ist den meisten gar nicht klar. Wir leben in die falsche Richtung. Wir doch nicht. Wir sind doch Abrahams Kinder. Sagten sie, wir gehören doch sozusagen automatisch zu Gott. Und heute? Geht Gottes Gericht? Haben wir doch nicht. Ich habe immer brav meine Kirchensteuer bezahlt. Ich bin nie ausgetreten. Ich glaube doch auch, dass da oben jemand gibt. Lass mich doch in Ruhe. Wisst ihr, eigentlich hätte dieser Johannes ja jubeln müssen, dass die Leute in Scharen rauskommen an den Rand der Wüste, dass sie seine Botschaft hören wollen. Jeder Pfarrer heute würde feuchte Augen bekommen, wenn viele so ernsthaft nach dem richtigen Weg suchen. Aber Johannes, der bellt ihnen entgegen, ihr Schlangenbrut. Weshalb seid ihr so sicher, dass Gottes Gericht an euch vorbeigehen wird? Bloß weil ihr Abrahams Kinder seid? Bloß weil ihr auf der Mitgliederliste der Kirche steht? Das ist hart. Und doch ist es der Gott der Liebe, der so redet. Damit wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen und abstützen. Jedenfalls ist es sehr ernst. Er will doch nicht, dass wir in unser Verderben laufen. Er will doch, dass wir umkehren zu einem Leben mit ihm, zum Heil. Und wir? Nehmen wir ihn ernst?